Na, wart gefreut, die Schanzi. Was verlaufst denn mit Franzi? Was macht denn die Stanzi? Die Miki, du Glanzi und alle mein Manzi. Regiert mich der Hansi. Wie in der Schlacht, wird der Lärmen gemacht. So ein Lärm, wer er braucht, wer er braucht, wer er braucht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Der Lieb ist das Schöne. Man kann aufhören zu lieben, wenn es einem nicht mehr gefreut. Aber bei der Ehe, ich aber, fass mir einen Löwenmut, löscht mit zitternder Hand ins Bett, da seh ich auf meinem neuen Eiterdune Plümo, worauf schliebst. Ein Kind, ein lebendiges Kind liegt da drin. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Bin schon seit aller Früh auf den Füßen. War schon zweimal da. Alles wegen Ihnen, die Familienangelegenheiten. Aber seien Sie still. Na, Ihnen steht's gar gut an, den Eifersüchtigen zu spielen. Sind Sie froh? Weil Sie sind derjenige, der. Aber Sie ist nicht diejenige, die. Verstanden? Spitzi, schreien Sie doch nicht. Aber ich schreie nicht allein. Er schreit auch. Was für eine Frau? Na, die ich ihm zugewiesen habe. Eine Maurersfrau. Eine gesunde, robuste Frau. Oh. Na ja, die Nani heißt's. Ja, aber wie ist denn diese Frau Nani? Ja, seine Amme. Sagen Sie mir zur Güte. Ach, der Redi. Und meine Schwester? Jetzt spielt's große Oper! Jetzt bin ich so gescheit, als ich früher schon war. War der, dass ich öfter hingegangen bin und da. Was Tulpin? Wär's ja möglich, der Vater bin ich! Gschwindernässig! Gschwindernässig! Keiner Wasser! Keiner Wasser! Wo ist ein Wasser? Schlagt mir Tücher um mein Haupt. Wer hält das Jaud? Theater ist einfach nur gut oder schlecht. So wäre es auch den Kämpfen für die Zuschauer recht. Doch noch immer hört man da und dort etwas klingen. Euch müssen wir mal richtiges Theater beibringen. Der alte Hof Manstal mit sein Zores oder Nestreu auf Wienerisch ist doch nur Kokolores. Das Veaner Geraunze wird doch keiner vermissen. Überhaupt auf das Publikum wird jetzt... Also ihr Österreicher seid ja ein lustiges Völkchen, nicht? Aber in puncto Theater habt ihr noch was nachzulernen. Man kann sich ja zu Tode langweilen mit diesem Schönbrunner Gespräch. Also ich kann Ihnen nur eines sagen. Wer heute immer noch der Meinung ist, Nestroy ist ohne Strapse, ohne Domina-Kostüm und ohne Kettensäge zu spielen, der hat den Dichter nicht verstanden. Theater, das ist nämlich Theater, das... Uns für da das bejubelt, obwohl ich es gar nicht muss.